Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Final Fantasy 13, 13.2, 13.3. Ich habe ein paar Baldrian-Tropfen eingeworfen, denn ich bin kurz vorm Explodieren gewesen im letzten Part. Es ist einfach nur Müll. Ich habe das Gefühl, wir sind viel, viel zu schwach für die ganzen Gebiete, habe aber keine Ahnung, wie ich stärker werden soll. Da ist doch was. Da ist doch was. Ich will jetzt hier durch die Wildlande. Toll, die Markierung können wir aufheben. Hier ist irgendwie nichts. Nein, löschen. Richtung Arjas Hügel. Wahrscheinlich erreichen wir den gar nicht mehr. Um 6 Uhr müssen wir in die Arche zurück. Da bin ich heilfroh drum. Da muss ich mich mal ordnen. Und muss mal irgendwie. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Diese Viecher, die gehen mir auf den Sack. Das weiß ich auf jeden Fall. Im Chaos werde ich nicht mehr gegen die kämpfen. Ich mache dann so gut wie keinen Schaden. Und ja. Wirklich Lust habe ich jetzt auch nicht mehr gegen die zu kämpfen. Kriegt man zwar schnell im Schock, aber was bringt es mir, die im Schock zu haben? Ich habe sowieso keine Chance. So. Er ist so schnell wieder aus dem Schock draußen, hat zwar jetzt einen Haufen negative Statuseffekte. Bringt mir aber alles nichts. Trotzdem noch viel zu stark für mich. Das nervt, wenn alle viel zu stark sind. Und ich mache mit dieser Kampfgarnitur hier nur läppische 100 Schaden. Das ist halt auch. Puh. Schlecht eigentlich, aber ich weiß nicht, wie ich mich verbessern soll hier in dem Spiel. Ich weiß es wirklich nicht. Und bringen tun sie mir auch nichts, die blöde Fähigkeit, dass ich irgendwann eine bessere Fähigkeit bekomme. Nein, danke, bekomme ich ja auch nicht. Den ist immer so eine Pflanze, die muss ich für eine Mission sammeln. Ich meine, das können wir machen. Mondseelen, Blumen. Ach, wo sind wir denn? Irgendwo. Irgendwo im Nirgendwo. Ja, mitten rein in den Busch. Was haben wir denn hier für ein tolles Gebäude? Ich weiß es nicht. Bringt mir aber nichts. Kann ich nur drum rumlaufen. Ein Traum, nein, ich habe keine Lust mehr gegen die zu kämpfen, beim besten Willen. Normalerweise kämpfe ich ja gerne. Und auch. Nein, das Chaos, nein, weg, 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 weg. Lass mich bloß in Frieden, bloß mit diesen komischen Käfern. Und im Chaos will ich nichts mehr zu tun haben. Das ist gleich 5, ey. Was haben wir hier? Ist wieder so ein Hund oder was ist das? Oh Mann. Ach, ich sehe nichts mehr. Ich weiß jetzt nicht, was da im Busch auf mich lauert. Ey, Mann! Ja, komm her. Komm doch, du hässliches Viech. Komm doch. Ich sag, läppische 500. Eigentlich gar nichts. Dafür, dass das Viech, was weiß ich, wie viel, 40.000 TP hat. Ja, das macht natürlich auch nichts in deinem Angriff. Nur, dass er nervt. Ja, du nervst mich gerade wirklich. Ja, Herrschaft! Jetzt hinüber, hinüber, hinüber. Ja. So optimistisch, dass ich jetzt hier ein paar Flickflacks schlagen muss, bin ich nicht. Und ich weiß auch nicht, das ist so riesig, sich hier
so frei zu bewegen ist, glaube ich, nicht so das Wahre. Da hinten ist so eine Blume, die holen wir uns nur. Habe ich es da nicht irgendwann? Ich glaube, ich brauche 6, 4 oder 5 habe ich. Aber die wachsen hier ja auch relativ häufig. Nein. Du kannst mich, du Arsch. Diesmal nicht. Da hinten ist noch eine. Ich habe Angst. Das Viech verfolgt mich. Wie lange verfolgt nein das jetzt? Ja. Dann bleibst du halt auf immer und ewig auf meinen Fersen. Das ist mir jetzt so wie Jacke wie Hose. Wirklich. Kann ich mich jetzt zu hässig, das Vieh? Nein. Ah. Das Vieh, das lässt sich nicht abschütteln. Tatsächlich nicht. Ja, ich hab's schon kapiert, dass wir um 6 Uhr wieder zurückgebracht werden, die Arche. Ja, ein Teleportationsstützpunkt. Mir bringt das alles nichts. Ein verwirrtes Schaf. Ach, und das ist doch der Seelensamen-Sammler. Wow, das ist ein mighty grand weapon you have there. Do you really know how to use it? The reason we buy soul seeds off seed hunters is because there are people with very deep pockets who buy them from us. They're interested in the seeds and nothing else. That's why I'll buy whatever you got. You can make a lot of money in this business. Ja, du kannst a lot of money machen. Ich habe sogar Seelensamen, glaube ich. Not bad. Oh, sogar 5 Stück vom Kutsch. Go on, take it. Also, hier ist der Seelensamen Fuzze. Das ist immer so ein Ausstatter. Ah, vielleicht hat er ja irgendwas so Tolles, dass ich glaube, es geht doch mal vorwärts. Sandblocken Stufe 3. Krafthieb. Oh, ATP-Ausgangswert 50%. Hm. Ja, ist das nicht so berauschend. Oh, ist sie gerade egal. Kaufen wir. Bin ich aber total schlecht. Schon wieder. Mann, Mann, Mann. Krafthieb, Stufe 3. Hm, macht er so viel mehr? Hm, ich bin unentschlossen. Und ich verliere auch noch einen Haufen TP. Nein, ach, komm weg. Ich heule jetzt gleich. Zur grünen Weide. Unsere Wolkenschafmolkerei liefert melkfrische Schafsmilch und das saftige Wolkenschaffleisch kommt direkt vom Schlachthof von 6 bis 22 Uhr. Nur geöffnet, okay. Ja, irgendwie geht's hier auch nicht wirklich weiter. Da muss ich mir nachher noch irgendwie mal ein eine Markierung setzen. Da oben geht's ab. Was ist da? Komme ich da überhaupt hin? It's nearly six. I'm sure you know what that means. No need to tie up any loose ends though. Sag's mir nochmals. Ich verstehe dich so schlecht. Ist da weiter? Ja, Sackgasse, 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 Sackgasse. Und keine Monster. Es könnten doch jetzt mal andere Monster kommen. Hm. Jetzt ist der Tag gleich rum. Ich habe hier gar nichts geschafft, habe ich irgendwie das Gefühl. Ich bin hier blind links irgendwie reingerannt. Wie ist denn das? Spaßeshalber. Ah, okay, da sehe ich jetzt wo. Ja. Ich bin so ratlos, planlos und auch irgendwie enttäuscht.
bin ziemlich frustriert. Ach man, irgendwie freue ich mich auch nicht, den Tag einfach so rumgehen zu lassen. Aber irgendwann muss ich immer zurück zur Arche. Ich fürchte nur, die werden halt nur umso stärker, die Viecher. Umso mehr Tage vergehen und die sind jetzt schon viel zu stark für mich. Mann, hier ist nix. Doch, oh. Herr Jemene, tatsächlich eine Schatztruhe. Feuerer, Stufe 2. Ja, gib mir jetzt ein passendes Outfit, dass ich es auch mal wirklich nutzen kann. Fände ich richtig toll, aber nein, das gibt's natürlich nicht. Ja, das Einzige, was es gibt, sind diese Viecher. Und diese Viecher, die gehen mir so auf die Nüsse. Ja, du bist absolut... Godfather of Universe. Mann! Hallo? Hört er jetzt auch irgendwann mal wieder auf? Ich glaube, den kriegt man nicht mehr. Oh, je. Elektroschlag ist ganz cool. Aber der kostet halt auch. Das ist dein ATB-Balken, der ist viel zu schnell unten für diese Fähigkeiten. Das ist doch alles kacke. Oh Mann, Mann, Mann. Ich bin eine Fähigkeit, wo gut ist. Flüssigglas. Wo geht's dahin? Immer diese komischen Auswüchse, da gibt's ja auf jeder Karte. Ich weiß gar nicht, was das bringt oder was, wo ich da hinkomme immer. Vielleicht, ach, sind so Straßen zwischen den einzelnen Gebieten. Kann das sein? Oder nix. Uiuiuiui, vielleicht auch nicht. Da ist auf jeden Fall mal eine Schatztruhe. Vielleicht kommt ja auch mal unterwegs mal ein anderes Monster wie dieses komische. Ja, ich weiß nicht, was der ist, aber ich will nicht gegen das Vieh kämpfen. Schick mich zur Arche zurück, auf jetzt, komm. Was wir jetzt noch machen ist... Aber wir sind da sowieso geheilt, glaube ich, wenn wir auf die Arche kommen. So, da... Wir werden ja, glaube ich, sowieso geheilt und die EP-Fertigkeiten wieder aufgefrischt. Hier unten ist gar nichts. Nichts? Wirklich nichts? Ich weiß nicht. Und... Game over. Ja, Tag 2, wir müssen in Usnan um 12 Uhr sein und um 18 Uhr. Das sind zwei Missionen und in Luxerion habe ich eigentlich nichts mehr. Da muss ich die Missionen abgeben. Hey, die Städte haben mir viel besser gefallen. Da ist alles viel dichter angeordnet. Da hat man ein bisschen Überblick, was man machen kann, wo man hin soll. Hier in den Wildlanden, das ist ja ewig. Krieg ich jetzt wieder einen auf den Deckel, weil ich zu schlecht war. So. Spende deine Seelen. Raus damit! Yeah, es wächst sogar mal. Da
Tag 3. Are you doing okay, Light? Komm ich soweit klar? Nee, eigentlich überhaupt, ne? Was gibt's hier jetzt? Erzengel wurde freigeschalten. Ach, was ist das? Ah, da kann ich mich vor Kampf und Fähigkeit wieder regenerieren. Ja, aber hallo, ich habe 5 EP und es kostet 3. Ach Mann, ey, irgendwie müsste ich doch auch mal EP mehr kriegen. Ich bin viel zu schlecht. Hope, hilf mir. You must lift the shackles that bind people's hearts and save their souls. The more souls you save, the more Aradia you can harvest. That is crucial because it means buying the world more time. Ja, Gott. Ich kann ja nichts machen. Das heißt, es bringt ja eigentlich nur wieder ja, zurück. Das heißt, da will ich nochmal tauschen. Da will ich mir die Blitzgarnitur holen, auf jeden Fall. Hallo, ich kann nichts anklicken. Es hängt. Es lädt. Hilfe, ich hänge. Nee, oder? Puh, ich hab grad gedacht, ich hänge tatsächlich da drin fest. So, hier. Noel hilft den Ritualen der Kinedos ein Ende zu bereiten. Doch der Mann, den sie den Schattenjäger nennen, glaubt noch immer, dass er Lightning töten muss, wie es das Orakel prophezeit hat. Er fordert Lightning heraus und verschwindet in Dunkelheit. Folge ihm in Zugviertel und stell dich ihm zum Kampf. Ich schätze mal, das ist schon das Ende hier von der Mission in Luxerion. Das heißt, das ignorieren wir jetzt einfach mal, weil der macht uns sowieso Blatt. Da, die Palaststürmung, da werden wir uns mal ein bisschen näher mit beschäftigen. Die klagenden Dünen müssen wir noch. Und hier, Engel Valhallas, ja. Ich sag dazu gar nichts. Denn ich bin tierisch angepisst. Ein flauschiger Freund. Wie viel habe ich denn davon? 50 mittlerweile. Und hier habe ich so viel. Oh, Mondblumen. Ja, da habe ich genug. Die kann ich abgeben. Nächstes Mal. Auf jetzt. Ich habe jetzt bis 12 Uhr Zeit. Das heißt, wir hauen uns jetzt trotzdem mal in die Windlande nochmal zurück. Oder sagen wir jetzt nach Luxerion. Unschlüssig. Nein, Windlande. Ja, auf zum Bahnhof. Ich muss auch noch an Luxerion die Missionen abgeben. Darf ich nicht vergessen. Da könnte ich auch noch ein paar Seelen. Dass ich, wenn ich gar nichts wieder mal hinkriege, dass ich wenigstens ein paar Seelen dort rette. Komische mit dieser Arznei, die wird wahrscheinlich irgendwann mittags auf dem Platz da erscheinen. Das heißt, irgendwann, wenn ich vielleicht um 12 Uhr nach Usnan gehe, gehe ich danach nach Luxerion. Doch Teleportation ist ja so gut wie unmöglich mit 5 EP-Punkten. Mit 5 EP-Punkten kann ich nichts machen. Nichts. Nicht mal zweimal hin und her teleportieren oder so. Ich brauche dringend unbedingt nochmal eine EP-Fertigkeit. Also ein EP-Punkt mehr. Gemüsesamen. Und eine Kristallmedaille. Okay. Ein flüssiger Fahrgast, mit dem haben wir schon gesprochen. So, gehen wir die eine Mission ab. Dann werden wir vielleicht ein bisschen stärker. Was ist denn jetzt los? Krieg die Krise! Mondblumen. Abschließen. Ja. Vierhundert Gil, Himmelsblüte, Schneebaum. Schneebaum, toll. TP war plus 10 und Magie plus 1. Ey, das gibt's doch nicht. Das Rätsel der Chocoborchel. Müssen wir doch schon mal suchen. In den Jagdwäldern soll ein rätselhafter Pilz wachsen, den Chocobos aus irgendeinem Grund nicht essen. Dabei heißt er doch Chocoborchel. Heißt er vielleicht nur so, weil er aussieht wie ein Chocobo? Ich wünsche, ich könnte einmal ein Essen, einen sehen, wie ein Essen. Ein Sehen, Flora in Gefahr. Oh weh, mir sind die Gemüsesamen ausgegangen. Ja, was für eine Überraschung. Ich bin der einzige Saatguthersteller in den Windlanden. Wenn ich nicht irgendwoher neue Gemüsesamen bekomme,
dann sind die Farmer hier aufgeschmissen und niemand kann mehr Gemüse anbauen. Es ist egal, ob die Samen aus der Wildnis oder von dahinter kommen. Ich brauche dringend welche. Na gut, dann kaufen wir mal die restlichen 4, wenn ich sie so nicht finde. Wortlose bitte. Einst war ich ein berühmter Sänger, doch eine rätselhafte Krankheit brachte mich in die Windlande, auf der Suche nach einem Heilmittel. Eines Tages schmerzte meine Kehle so sehr, dass ich nicht auf die Bühne gehen und singen konnte. Es wurde von Tag zu Tag schlimmer, bis ich gänzlich meine Stimme verlor. Meine letzte Hoffnung ist Wundergelatine, die man nur von Chefpuddings bekommt, oh nein. Doch wie soll ich ohne meine Stimme jemand um Hilfe bitten? Oh, wow, oh, da helfen wir gerne. Nimm alles an. Vergangenes für die Zukunft. AMP, das Antimaterie-Manipulationsprinzip. Früher war es das Kernstück wissenschaftlicher Forschungen, doch mittlerweile ist es so sehr in Vergessenheit geraten, dass sogar Alchemisten es nur noch als verlorene Technologie kennen. Ich wünsche, ich könnte spätere Generationen etwas davon überliefern. Käme ich doch nur an einen AMP-Chip von diesen antiken Maschinerien, den Tulipans. Ach. Ja, wurscht. Machen wir alles. Ja, aktuell. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit der Jagd auf Monster. Ich bin keiner der einheimischen Jäger hier, sondern ein Saatjäger auf der Suche nach starken Monstern. Kam ich hier in die Wildlande, so richtig? Der schwierigste Kampf bisher war gegen einen Chocobo-Fresser. Es war nicht leicht, doch ich habe es geschafft. Ich glaube kaum, dass es außer mir noch jemand gibt, der es allein gegen so einen Biest aufnehmen kann. Oder etwa doch? Ich bestimmt nicht. Ich verliere schon gegen die Käfer, die hier rumlaufen. Trommelwirbel! Ich kam aus Usnen in die um Leder für die großen Trommeln, die in der Show benutzt werden, zu besorgen. Doch die Jäger hier sagten mir, dass sie kein Leder auf Vorrat hätten und sie nicht wüssten, wann sie wieder an welches kommen. Gibt es vielleicht außer den Jägern noch jemand, der mir etwas grünes Leder von Goblins abtreten kann? Wie soll man sich das denn alles merken? Stimme aus dem Abgrund. Hilfe, ich bin in eine Felsspalte gestürzt. Seit Tagen laufe ich ohne Proviant durch diese Schlucht und habe endlich eine Felswand gefunden, in der ich hochklettern könnte. Doch nun bin ich zu erschöpft dazu. Ich brauche etwas von dem Fleisch, das die Walis und Hanumans oft mit sich führen, um wieder zu Kräften zu kommen. Ja, so. Boah, ich krieg die Krise. Über Aufträge kann man sich hier bestimmt nicht beklagen. Hier gibt's genug. Und bitte, bitte, bitte kommen jetzt andere Monstercher tagsüber. Bitte. I suppose you've come to seek the wisdom of our famous Dr. Ghazal. I wanted to ask him about the Angel of Valhalla. I knew it. Well, first things first. You have heard of our Chocobo legend, right? You mean the one about a sacred white chocobo that appears at the end of the world? That's the one. Some of us call that chocobo the Angel of Salvation. Oh, how we've been praying for him to appear. The angel is a harbinger, a signal that it's over at last. That's something to pray for? Oh, yes. For the people who live out here, death is a kind of salvation. An outsider like you must find it difficult to understand. 5 centuries ago, all hell broke loose and a new god took over. We became immortal, against all natural laws. See, the people out here don't like that. Even gods shouldn't be allowed to change the natural order of things. Living off the land, growing our own food, surviving by our own wits, and dying when our time is up. That's what we want. And that's why the white chocobo is a good thing. It means this unnatural life is going to be over at last. Right? But you're welcome to believe different. We don't push our creed on anyone. At the same time, as long as you're going to be visiting us here for a while, it's right that you know our ways. For the people of the Wildlands, the white chocobo is a sign. A herald of a special kind of salvation. Many in these lands worship ein anderes Monster und ich komme sofort. Minimus ist halbiert, absorbiert und Schwäche, Blitz. Ja, toll, ich habe keinen Blitz mehr. Warte mal, muss gucken. Halbiert. Widersteht, halbiert. Oh Mann, ey, ich habe das hier.
Er kann keine Magie mehr wirken. Ja, das muss ich. Ich muss unbedingt diese Blitzausrüstung da kriegen. Das bringt jetzt alles nichts. So geil. Ich bin so schwach. Eisstufe 1. Unglaublich mächtig, was ich hier krieg. So, lassen wir dann mal Richtung Siedlung und dann latschen wir mal hier hoch. Hier den Weg. Unten war ja nichts, in Notfall. Ich könnte mich ja dann nochmal hinbeamen, wenn ich lustig bin. Das sind so weite Wege hier natürlich. Ach, zwei von denen. Irgendwie fürchte ich, dass ich schon bei zwei große Schwierigkeiten bekomme. Aber was soll's. Der Angriff bringt wenig. Da kommt sogar eher Feuer was. Amen. Das Regenbogen-Gelee brauche ich auch für irgendeine Mission, also immer her damit. Und da hinten erscheint irgendwas, ein Gremlin, glaube ich. Ich brauche alles. Nee. Der wollte da nicht mehr. Zu nah in der Siedlung, da hat er sich lieber aus dem Staub gemacht. Schon geht die Zeit weiter. So, guter Ausstatter, ich will das hier. Jojojojo. Du bist wirklich wunderbar. Dann tauschen wir das nämlich gegen diese Blitzfähigkeit, genau. Und machen das weg und machen daraus Feuer. So, dann habe ich Eis, Blitz. Feuer. Aber irgendwie, wie kann ich das auch aufrüsten? Irgendwie habe ich das auch noch nicht so richtig geschnallt. Bleiben jetzt für immer und ewig auf Stufe 1. Da hinten war noch jemand. Ja, du kannst was für mich tun. Ich habe mittlerweile einiges wieder verloren. Ach stimmt, wir haben das Nektar eingesetzt. Aber ohne irgendwie ein Ergebnis. Ah, gut. Jetzt latschen wir mal Richtung... Ja, Richtung da oben. Und hoffen, dass wir irgendwas finden, was uns weiterhilft. Irgendwas, das uns... Nein, stopp. Irgendwas, das uns was bringt. Mit dem wir was anfangen können. Notfalls. Ui, was läuft denn da? Ein Affe. Ein Viech. Irgendetwas. Was auch immer. Was oder wer bist du? Ein Wali. Oh. Oh, das ging. Der absorbiert Blitz. Ja, dann setzen wir gleich mal Blitze ein gegen ihn. Wenn der Blitz absorbiert, widersteht Feuer. Das ist mit Eis. Hier besteht auch Eis. Setzt dann den Blitzschlag ein. Also, ein bisschen aufgepasst. Scheint ja grundsätzlich mal gegen normale Angriffe nur schwach zu sein. Was anderes bringt es gegen den nicht wirklich. Aber stark ist er auch nicht, also von daher. Monsterhaken, das brauchen wir doch sogar. Ja, da oben erwarten uns tolle neue Garnituren, tolle Ausrüstungsgegenstände und wir werden sicherlich extrem viel stärker sein, wenn wir diesen Weg gegangen sind. Also, bleibt dran, bis dahin, Ade, ciao.